Moin moin und willkommen hier zurück zu Far Cry 5. Beim letzten Mal haben wir hier so mehr oder weniger die Insel von Dutch befreit von den ganzen Peggys und wir haben tatsächlich neue Aufträge bekommen und ich habe in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen was angeschaut und zwar, man kann ja hier so ein bisschen durchschalten oben bei den ganzen einzelnen, ja, Reitern, sage ich mal, und hier haben wir zum Beispiel die Mission, die wir noch offen haben, also es gibt auf jeden Fall noch einiges zu erledigen. Uns wurde ja empfohlen, hier Fall's End als nächstes zu machen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, denn es gibt hier oben auf jeden Fall noch den Reiter Helferauswahl. Das heißt, wir können neue Helfer freischalten. Und man sieht hier rechts, was man denn dafür erledigen muss. Zum Beispiel Holland Valley oder sowas müssen wir erledigen. Oder hier zum Beispiel die Kämpfer, die Bogenschützen, finde ich ziemlich geil. Allerdings müssen wir dann so ein Baron-Sägewerk. Und ansonsten hier, das ist übrigens Cheeseburger, der Kleine. Ne? Also den haben wir ja schon beim letzten Mal auf der Karte entdeckt und richtig geraten. Da müssen wir allerdings zum Fang-Zentrum und hier haben wir noch Peaches, auch sehr hübsch. Also man kann hier auf jeden Fall richtig gute Begleiter noch holen. Und ansonsten haben wir natürlich hier noch ganz viele Skill-Punkte, die wir holen können. Allerdings kann ich hier noch nichts lernen. Also es kostet auf jeden Fall jede Menge, man sieht das schon. Ich weiß gar nicht, verfügbare Punkte, was müssen wir denn dafür erledigen? Mal ganz kurz schauen. Ah ja, okay, auf jeden Fall haben wir hier schon mal Sachen, die wir erledigen müssen, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, wann die aktiviert werden. Denn eigentlich habe ich ja schon Leute gekillt mit Pistolen, mit irgendwie Sturmgewehren oder sonstiges. Da müsste theoretisch eigentlich schon was sein. Müssen wir mal gucken, wann das genau freigeschaltet wird. Ansonsten Inventar natürlich logischerweise. Ganz viele Sachen, Spezialmunition, so ein Krempel, Pflanzen, Komponenten für Sprengstoffe und so ein Zeug. Also wir haben noch richtig, richtig viel zu sammeln. Und ich guck mal ganz kurz nach. Ja, wie gesagt, Fall's End wurde uns empfohlen, dass wir da runtergehen. Und wir könnten rein theoretisch hier zur Kürbisfarm. Da können wir uns den kleinen Boomer holen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir doch den Weg. Ich mal ganz gucken, können wir hier irgendwie ein Auto oder sowas nehmen? Ich weiß gar nicht. Wir fahren 2800 Meter. Okay, das ist ein bisschen weit weg. Ansonsten, ah, Moment, nee, 2800 Meter, das ist tatsächlich schon die nächste Hauptquest, die wir natürlich jetzt noch nicht machen wollen. Oh, hier sieht's aus. Alles zerschossen, alles blutig, Leichen liegen rum. Okay, auf jeden Fall haben die echt gewütet. Oh, was haben wir hier? Schöne Pfeile. Sehr gut, plündern. Ich glaube, oh, da, Moment, das ist ein Gefangenentransport, wenn ich das richtig sehe, oder? Oder? Ah, nee, irgendwelche Sachen werden da transportiert. Okay, ich würde sagen, wir latschen mal hier weiter in Richtung Boomer. Denn wir können auf jeden Fall noch weitere Begleiter gebrauchen, das ist schon mal nicht schlecht. Und ich finde es immer noch total episch, also die Grafik ist richtig, richtig geil. Ein Augenschmaus. Man könnte hier stundenlang rumrennen und nur die Landschaft anschauen. Echt mega geil gemacht. Also mir gefällt es wirklich gut. Können wir gerne schreiben, wie es euch gefällt von der Grafik her. Also, ich bin auf jeden Fall geflasht. Vielleicht kommt es im Video nicht ganz so gut rüber durch die entsprechende Videoqualität dann auf YouTube. Das wird dann nochmal runtergerechnet quasi. Aber hier so im Original sieht das richtig geil aus. Und wir schwimmen mal hier rüber. Wie gesagt, ich habe jetzt kein Auto oder sonstiges. Oh, hallo Fisch. Können wir eigentlich tauchen? Oh ja, wir können auch tauchen. Haben wir ja schon gemacht. Und hier vorne haben wir schon wieder so ein, ja, Monument, so ein Schrein, wenn ich das richtig sehe. Ganz kurz auf die Karte schauen. Was haben wir hier? Silo. Und da haben wir ein Fahrzeug. Oh, richtig geil. Was ist das hier vorne? Ja, okay, ich habe es fast vermutet. Gefangenentransport und da haben wir einen Quad. Wir können also auf jeden Fall auch, ja, Fahrzeuge kapern. Das werden wir gleich machen. Okay, Fall's End, wie gesagt, ist hier weiter im Süden. Da kommen wir dann später noch hin. Erstmal
gehen wir jetzt zur Kürbisfarm und kümmern uns um Boomer. Und wir haben auf jeden Fall schon mal hier, hat der irgendwas Sinnvolles? Ne, nur eine Maschinenpistole braucht man nicht. Ansonsten, Moment, können wir das hier... Moment, es liegt denn hier für eine Waffe? Sekunde. Wo liegt denn hier das Scharfschützengewehr von ihm? Ne, das ist falsch, Moment. Also hier irgendwo ein Scharfschützengewehr. Oh, jawohl, Freunde, das ist schon mal gut. Luft anhalten, da können wir ein bisschen rumsnipern. Das werden wir hoffentlich hinkriegen. Ansonsten weiß ich gar nicht, ob wir das Ding hier gleich zerstören können oder ob wir da hochklettern müssen. Na, Moment, hoch geht's da gar nicht. Ah, Moment, ich glaube, uns hat jemand entdeckt, oder? Sekunde, die richtige Taste drücken. Wir brauchen auf jeden Fall kurz Granaten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie zum Henker werfen wir Granaten? Ich muss mal ganz kurz ins Optionsmenü gucken. Sekunde. Granaten. Tastatur und Maus. Okay, zu Fuß. Granaten. Werfen. Aha, okay, alles klar. Gut. Ja, dann. Ne? Oh. Ja, voll. Oh, hat doch bestimmt überhaupt gar keiner gehört. Ich würde sagen, wir verpissen uns mit dem Quad einmal hier rauf auf das Ding und gib ihm. Oh, shit, oder? Jawohl. Boah, geil. Das ist ja mal richtig cool. Allerdings mit, ja, Maus zu steuern. Ganz einfach. Oh, shit, shit, shit. Wir haben Besuch, Freunde. Das Geile ist, kannst du schon mal richtig schön querfeld einfahren. Wunderbar. Oh, ja, voll geil. Boah, das macht ja richtig Laune. Ja, uns folgt tatsächlich auch keiner. Sehr schön. So, schauen wir ganz kurz auf die Karte. Okay, Kürbisfarm am Start. Boomer dreht durch. Ja, wahrscheinlich ist er auch ganz aufgeregt hier wegen den ganzen bösen Menschen. Hey Boomer, hallo. Wo bist du denn? Sag mal, Kleiner. Was ist denn da los? Hab ich daneben geworfen oder was? Okay, guti. Jetzt wissen auf jeden Fall auch alle, dass wir da sind. Ne? Also gar kein Problem. Und wir schauen mal ganz kurz, wo der kleine Boomer steckt. Okay, Race Kürbis Farm. Moment, da vorne ist irgendwo ein Feind. Ich sehe ihn gerade nur noch nicht. Ah, ist das ein Feind da vorne? Okay, da ist auf jeden Fall... Ah, das ist klar. Wir haben mehrere Feinde. Oh, diese Musik. Unglaublich. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob... überhaupt ranzoomen. Ach doch, ein bisschen kann man ranzoomen. Okay. Nur Sekunde. Da drüben ist einer, der Alarm auslösen könnte. Den müssen wir auf jeden Fall als erstes erledigen. Sekunde. Ja, wir haben kein freies Schussfeld. Boomer ist auf jeden Fall gefangen. Den werden wir gleich befreien, den Kleinen. Kein Wunder, dass er am Ausrasten ist. Freunde. Sehr schön. Ja, Sniperbruder hier, Mensch. Jahrelang Scharfschütze gewesen. Man kennt das ja nicht anders hier bei uns. Alter, können wir diese scheiß Musik mal ausstellen? Aus mit dem Mist hier.
Hey Boomer, Mensch, haben sich eingesperrt. Oh Gott, hast du reingekackt, ne? Haben sich gar nicht rausgelassen, die Arschgeigen. Böse Menschen, böse, böse Menschen. So, was haben wir hier? Stelle Molotow-Cocktails und Sprengstoff im Waffenrad her. Halt Q gedrückt, um das Waffenrad zu öffnen, benutze, um einen Fels auszuwählen, wähle dann mit, mit der Maustaste. Okay, wir testen das einfach mal. Mal gucken, ob wir das schon herstellen können. So, Q, dann können wir rein theoretisch. Moment. Ah, okay, wir können auf jeden Fall herstellen. Und hier können wir durchschalten. Okay, alles klar. Wir könnten also rein theoretisch ein bisschen Sprengstoff herstellen. Nicht genug Komponenten. Aber auch nicht genug Komponenten. Okay, gut. Dann hätten wir das ja schon mal erklärt. Ich finde aber allerdings schon mal das Scharfschützengewehr richtig, richtig gut. So, plündern. Alter, diese Musik! Geht mir auf den Sack. Ich kann die Scheiße nicht wegsprengen. So, explodiert das von alleine oder muss ich noch drücken? Voll. Okay, so, Musik ist aus, Boomer, wir können dich rauslassen. Komm mal her, Kleiner. Na fein, komm mal her. Die bösen Menschen sind tot. Man, kriegt man nicht hier raus, sag mal. Was haben wir denn hier? Dieses Tier ist ein Champion. Schickt ihn zu unserer Festung auf der anderen Straßenseite und lasst ihn nach Norden bringen. Mein Bruder soll entscheiden, wie stark er wirklich ist. Oh nein, Hundekämpfer. Oh. Wie lass man dich hier raus, Freundchen? Nee, hochklettern wollte ich nicht. Oh, streichle Boomer. Hallo, Boomer. Hallo, wie kann ich dich denn streicheln? Sag mal. Komm mal her. Hey. Na, hallo. Wie kann ich dich denn streicheln? Hallo? Okay, ich habe eine Markierung, aber ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ja, vielleicht mal die Waffe weglegen. Ja, vielleicht nicht unbedingt mit dem Dings streicheln. Oh. Entschuldigung, Boomer. Entschuldigung, ich wollte dich nicht boxen. Wie zum Henker streichelt man Boomer? Shit. Mal kurz hier. Okay, also F ist zuschlagen. Das wollte ich natürlich nicht. Aber man kann mir nicht mehr. Kann ich nicht mal irgendwie die Waffe weglegen? Ich will den nicht schon wieder hauen. Hab dem Boomer einen Klaps auf dem Hintern gegeben. Tut mir schrecklich leid, Boomer. Kommt nie wieder vor. So, mal ganz kurz gucken. Interagieren. E. Ja, E habe ich gedrückt. Das ging aber irgendwie nicht. Rucksack. Fernglas. Wir haben tatsächlich auch ein Fernglas, wenn ich das richtig sehe. Sekunde, haben wir das schon aus? Ah, wir haben auch ein Fernglas, Mensch. Na, hätten wir das gewusst, hätten wir die Gegner schon vorher erkannt. Aber E drücken geht nicht. Hm. Moment. Sekunde. Da ist noch ein Hund. Oh, oh Gott. Shit. Wer bist du denn? Na, okay, alles klar. Dann hätten wir es geklärt. Haut des Leitwolfs. Hey, Boomer, komm mal her. Oh, komm, du bist ein Feiner. Oh, hallo. Oh, süß. Oh, Schlabber. Jawoll. Ah, Mensch. Herrlich. Wieder eine gute Tat vollbracht, Freunde. Der kleine Boomer. Spezialisten sind Helfer auf Abruf oder Vierbeiner auf Abruf, die verfügbar werden, sobald du ihre Mission abgeschlossen. Sie sind zu mehr fähig und haben von Anfang an spezielle Fertigkeiten. Jeder Spezialist kann im Vorteilsmenü verbessert werden, um die Ablenkzeit zu verringern. Alles klar, gut, dann schauen wir ganz kurz nach. Okay, Escape. Was haben wir denn Schönes hier beim kleinen Boomer? Drück mal ganz kurz. Oh, hallo. Oh, guck mal, der kann spät. Oh, ich bin gerade gerufen.
Markiert Gegner deiner Umgebung, apportiert dir manchmal die Waffe nach einem Angriff. Alles klar, sehr schön. Und er kann auch Kills durchführen. Der kann Leute töten. Hätte ich auch nicht anders erwartet. Okay, sehr schön. Oh, shit. Oh, den haben sie voll über den Haufen gefahren. Was ist denn da los? Hey, Jungsfreund. Ray Ray zu verlieren, das tut schon weh. Diese beschissene Siebsippe. Ach, aber gut, dass du deinen Ruhe gerettet hast. Dieser Hund, der wittert Ärger und passt besser auf dich auf als du selbst. Dann haben sie ihren eigenen Buddy gerade über den Haufen gefahren mit dem Quad hier. Der ist gerade angefahren gekommen und den haben sie einfach mal umgelegt. Oh, hier brennt er. Oh nein, Boomer. Boomer, was machst du? Oh Gott. Ich fühle mich gleich ganz schlecht. Warum? Aua. Wer schießt denn hier schon wieder? Oh. Okay, ich habe gerade fast Boomer auf dem Gewissen gehabt. Oh, hallo. Na komm. Oh, der hat Boomer geboxt. Hallo. So ein blöder Penner. Also Boomer kann da nicht so gut kämpfen, aber der soll auch nicht kämpfen, der Kleine. Der soll einfach in Sicherheit gehen. Der kleine Zwerg. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier ist auf jeden Fall ein Fahrzeug. Was denn? Geschäfte und Geld. In der Spielwelt stehen Geschäfte zur Verfügung, in denen du Waffen kaufen und anpassen, deine Munition nachfüllen, Beute verkaufen und vieles mehr tun kannst. Neue Waffen werden freigeschaltet, wenn du den Widerstand in deiner Region stärkst. Verdiene Geld, indem du Nebenmissionen abschließt. Saves findest oder Tierhäute und Fische verkaufst. Okay, also wir können auf jeden Fall schon mal Rohstoffe sammeln, indem wir halt irgendwie Tiere jagen und so Krempel. Was haben wir hier? Lesen brauchen wir gerade nicht. Wundern. Aber die Frage ist, was ist hier zum Henker? Ein Shop? Hier ist ja nichts. Hier ist einfach nur eine Hütte. Eine leere. Okay, wir gucken mal ganz kurz. Oh, wir können hier auch Autos kaufen. Munition. Okay, wir schauen mal ganz kurz nach. Munition auffüllen. Macht er das jetzt alles auf einmal? Das kostet 545. Gott, ist das Wucher. Unglaublich. Kann ich irgendwas Spezielles wählen oder kann ich nur einmal ganz komplett auffüllen? Okay, na gut, nehmen wir mal mit. So, was haben wir hier Schönes? Oh, Schutzrüstung ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Körperpanzerung ist natürlich die Frage, wie lange das Ding reicht. Wahrscheinlich nur einmal, dann ist es weg. Na komm, wir nehmen eins mit. So, hat er es jetzt gekauft oder hat er es nicht gekauft? Ich weiß gar nicht. Eins von eins, alles klar. Gut, das haben wir alles fertig. Ansonsten Granaten 75, komm. Ah, okay, kostet... okay, also jede Granate kostet 75. Den Rest haben wir noch nicht freigeschaltet. Okay, und was haben wir hier noch Schönes? Beute verkaufen, Silberbarren. Was sind denn Silberbarren? Oho, okay. Also Ingame, Währung, die man ausgeben kann mit Echtgeld sozusagen. Ist natürlich auch die Frage, ob man den Krempel auch ja, irgendwo finden kann. Ehrlich gesagt möchte ich kein Geld ausgeben für das Spiel. Warum auch? Haut des Leitwolfs. Oh, 225 bringt die. Alpha-Wolf-Haut. So, haben wir hier Schönes. Shop-Produkte werden abgerufen. Okay, das kostet alles. Okay, also man kann die Sachen auf jeden Fall auch ohne Echtgeld kaufen. Also im Prinzip hier die Barren, die kann man auch im Prinzip in-game verdienen hier, die Credits. Oh ja, da gibt es auf jeden Fall richtig, richtig schöne Fahrzeuge. Hier so ein Quad ist auch geil. Transport. Ja, was soll ich denn damit? Der Schnitter. Okay. Ja, ist nicht unbedingt so meins. Ansonsten hier so ein fettes Teil. Okay, da gibt es einiges zu kaufen. Okay, so, wir schauen uns mal ganz kurz um, ob wir hier vielleicht noch irgendwie was plündern können oder sonstiges. Munition, Feuer natürlich. Na hier Schönes, ein Sturmgewehr. Kann man eigentlich auch Waffen verkaufen? Dann haben wir hier Russell. Uninteressant. Ja, ihr könnt euch natürlich gerne so ein bisschen die Briefchen durchlesen. Wer die möglichst alle ankrabbeln, damit ihr auch was zum Lesen habt. Wenn ihr unbedingt wissen wollt, was draufsteht, einfach kurz das Video pausieren. Aber ich weiß ja, dass nicht jeder unbedingt mag, wenn alles gezeigt wird an Briefen oder sonstigen Krempel. Deswegen... die Option halt für diejenigen, die es anschauen wollen, können sich das gerne anschauen.
Und der Rest kann einfach weitergucken. Okay, so. Hey, kleiner Boomer. Wo ist denn eigentlich unser Fahrzeug gelandet? Das haben wir vorne stehen lassen, ne? Okay, das Problem ist, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo man denn hier überall Sachen findet. Ich renne wahrscheinlich die ganze Zeit an irgendwelchen Sachen vorbei. Okay, so Freunde. Dann würde ich sagen, geht's weiter hier in Richtung... Okay, das Ding ist kaputt, oder? Ach nee, jetzt lenkt es. Okay, alles klar. Diese Hupe ist so geil. Komm, dann einmal hier schön. Gib ihm. Wir sollten vielleicht nicht unbedingt auf der Straße fahren, aber irgendwas ist halt immer. Oh shit, ich hab ihn verfehlt. Was für ein Trottel, der hat die falsche Richtung geguckt. Okay, so, guck mal, wir befreien dich. Danke, die haben mich überrumpelt. Oh shit. Aua, ey, hallo? Wie schießt der denn bitte? Sag mal. Jetzt hau die mit meinem Auto ab hier, mit meinem Quad. Hallo, ich wollte gerade hier. Das ist ja kackendreist. Jetzt stehe ich hier zu Fuß da oder was? Ja, richtig, richtig gut und ja, habe ich irgendwo ein Fahrzeug in der Nähe? Boah, Alter. Das ist ja mal kackendreist, wirklich. Oh, da vorne ist ein Quad. Alles klar. Das holen wir uns natürlich gleich, wenn es noch da steht. Alter, das ist ja. Das, also. Da komme ich gar nicht drauf klar, dass sie zu frech waren, unser Dings geklaut hat hier. Oh. Shit. Ja, Gefangenentransport. Das Problem ist. Okay, ich kann nicht schießen von der Stelle aus. Mist. Oh, was haben wir denn hier? Einen schönen Mörser und Pizza. Oh, eine leckere Pizza könnte ich jetzt auffordern. Freunde, eine leckere Pizza. So, okay. Dann nehmen wir mal ganz kurz hier das Fahrzeug. Die Frage ist natürlich, wir könnten rein theoretisch einfach jetzt hier die Straße lang fahren. Oh. Okay, liegt auf jeden Fall auch eine Leiche. Okay, also Straße ist vielleicht nicht so die beste Idee. Einmal hier durch den Wald. Aua. Okay, wir müssen runter vom Fahrzeug. Alter, sei nicht ganz dicht. Shit. Oh, ich habe was hinter mir. Oh mein Gott. Bär. WTF, nein. Bär, geh weg. Oh, WTF. Okay, unsere Rüstung ist schon mal direkt am Arsch. Schwarzbärenrot. Ja, wir hätten den auch mit dem Köder weglocken können. Ich weiß, aber in der Hitze des Gefechts musste ich jetzt einfach mal den Bären erschießen. So, okay. Naja, gut, Rüstung am Arsch. Also merke, Straße lang fahren ist keine gute Idee. Wir fahren auf jeden Fall hier querfeldein. Das dürfte vielleicht etwas sicherer sein. Bis auf den gelegentlichen Bären, der uns begegnen wird oder sonstiges. Aber wenn wir fahren, dürften die Reitrutschen nicht hinterherkommen. Hoffe ich zumindest. Oh mein Gott, hallo! Shit, ich hoffe, hier kommt kein Canyon oder sonstiges. Oh mein Gott. Jawoll. Shit, nein. Oh mein Gott, naja. Man merkt schon, dass ich keinen Führerschein habe, ne? Ich werde so fahren, werde ich auch nie einen kriegen. Alter.
Moment, was haben wir denn hier unten? Hier ist ein Gefangenentransport. Okay, sehr schön. Komm. Okay, ich sehe auf jeden Fall nur vier Wachen hier unten. Das hier unten scheint einer zu sein, der etwas stärker ist, glaube ich zumindest. Oh, die haben die Schweine erschossen, die Penner, ey. Also irgendwie... Okay, Freunde. Bin ich ganz sicher, also Zoom scheint hier irgendwie nicht so extrem gut zu sein. Naja, ist egal. Gut, komm. Oh, daneben. Alter, ich schieße wieder den letzten Bauer hier. Okay, die haben uns entdeckt. Hallo, Freunde. Hallo, warum trefft ihr denn nicht? Was ist denn das Ding für eine Streuung? Vielleicht nicht mehr hier dagegen. Oh shit, Granaten. Alter, was ist denn das für ein Typ? Der mal steht da hinter irgendeinem scheiß Baum. Bruderten. Da will ich einfach mal keinen Schaden machen bei dem. Was ist denn da los? Hallo, Freunde. Was sind das für Typen? Gibt's doch gar nicht. Ich bin da jetzt ein paar Mal getroffen. Okay. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier vielleicht noch ein bisschen falsch am Platz bin, denn irgendwie halten die extrem viel aus. Haben die irgendwie ein Level oder irgendwas in der Richtung? Aua, aua. Wahrscheinlich, wenn die rot sind. Keine Ahnung. Okay, deswegen komme ich ja wahrscheinlich nicht klar. Dann ist es hier noch nicht so die richtige Stelle. Da muss ich vorher irgendwo ein bisschen leveln gehen. Oh mein Gott, Hund! Herzlichen Glückwunsch, du hast deine erste Herausforderung abgeschlossen. Ja, sehr schön, dass ich das jetzt hier unbedingt bekomme. Was habe ich denn bekommen? Scharfschützenkills, alles klar. Gut, das ist natürlich blöd, dass es gerade aufploppt. Vorteile: schalten neue Geräte und Fähigkeiten frei. Außerdem verbessern sie dein Inventar und deine Spezialisten. Ja, das ist total toll, dass ich jetzt mit dem Kampf hier auf einmal diese Option habe. Was haben wir denn hier? Menschlicher Fisch. Du schwimmst schneller und kannst länger unter Wasser die Luft anhalten. Das ist ja total super. Da brauchen wir natürlich nicht. Fallschirm. Brauchen wir vielleicht auch aktuell nicht. Kletterhaken. Faustwaffenmunition und Nahkampfwaffen mit dir. Was soll ich denn damit? Mal irgendwas Sinnvolles auch am Start. Kletterhaken. Na, Kletterhaken ist vielleicht gar nicht so schlecht. Komm, wir holen uns mal den Kletterhaken. Das kann ja nicht schaden. Kletterhaken bieten zumindest schon mal die Möglichkeit, irgendwo hochzuklettern, wo vielleicht nicht unbedingt gerade, oder... Shit. Alter. Uiuiui, Freunde. Du sollst dich nehmen, du sollst plündern, Freund. Er ist natürlich blöd, weil ich habe jetzt die Gegner hier irgendwo mitten im Wald erschossen. Keine Ahnung, wo die zum Plündern sind. Also der Hund oder so, den können wir vielleicht auch noch looten. Uiuiui, okay, das... Da ist der Hund, der hat aber nichts.
Okay, sehr schön. Aber hier war da gerade noch eine. Wo ist der denn hin? Okay, hier ist eine Fahne. Hier ist auf irgendwas was Spezielles. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz da runter und schauen uns mal an, was denn dort im Lager eigentlich los ist. Ob sich das gelohnt hat, der ganze Aufwand, oder ob wir für umsonst Stress gemacht haben. Oh, ein Scharfschütze. Okay, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass er uns nicht zuerst erwischt. Mal gucken, ob wir ihn sehen. Okay, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Hier scheint auf jeden Fall wieder ein neuer Händler zu sein. Wir gucken gleich mal nach. Hier vorne ist ein Transporter, den wir plündern können. So, Box und Hebel hier betätigen. Kennen wir ja schon. Oh, oh mein Gott, Bär, hallo! Oh shit, was muss ich denn drücken? Ja, komm, da, nimm das Fleisch. Gott, was für ein Stress. Ui, 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 Freunde. Ui, 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 sag ich euch. Was mir schön ist. Ui. Der Nachteil ist. Fuck, da kommt schon wieder jemand. Jawoll. Freunde, jawoll. Am Arsch, die Räuber. Oh, fuck, da kommt noch einer. Oh, das ist ein Gefangenentransport. Den kann ich nicht einfach wegsprengen. Okay, da kommt schon der nächste angerauscht. Komm her, ihr Freundchen. Ah, okay, wir kommen auf jeden Fall. Wir kommen auf jeden Fall voran. Das ist schon mal ganz praktisch. Und die Gegner. Wir können zwar ein bisschen was ab, aber das macht nichts. Immerhin braucht man ein bisschen Herausforderung, Freunde. So, wir gucken mal ganz kurz mit dem Fernglas, ob wir hier noch irgendwann entdecken. Ja, ich hätte gerne mal so einen Gefangenentransport überfallen. Das Problem ist, ich habe irgendwie so ein bisschen Angst, dass ich vielleicht die Gefangenen da drin erwische. Oh, da vorne ist auch ein Bogenschütze. Okay, so, Freunde. Wir können auf jeden Fall hier gleich shoppen gehen. Aber hier springt da irgendwann herum. Scheiße, wir haben auf jeden Fall richtig Probleme gerade. Oh, Mollys, sehr schön. Komm, rüsten wir mal aus, die Mollys. Moment, hier. Oh, Alter, was ist denn hier los? Okay. Alles klar. Gut, dann schauen wir ganz kurz hier vorne nach, was das da vorne sein soll. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Irgendwie eine Party-Location? Keine Ahnung. Sind das Feinde oder sind das Freunde? Das sieht aus wie ein Freund. Was denn hier lesen? Oha. Oh je.
Dutch Nixon. Zu dieser Zeit ein kaum bekannter Stuntman aus dem Holland Valley, spontan in Flammen auf, während er einen Stunt namens die Feuertaufe durchführte. Klatsch raste mit einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit dahin. Und wahrscheinlich sorgte sein Blutalkoholwert von knapp 5 Promille für die spontane Entzündung. Obwohl die Hitze von 1000 Sonnen Mensch und Maschine miteinander verschmelzen ließ, schaffte Klatsch es zu überleben, indem er sein Fahrzeug in einen nahegelegenen Fluss lenkte. Die Augenzeugen seiner Großtat gingen zunächst von seinem Tod aus. Doch Klatsch Nixon tauchte aus dem Fluss wieder auf wie der Phönix aus der Asche. Und damit war eine Legende geboren. Bis zum heutigen Tag hat es ihm niemand gleich tun können. Okay, wir können also quasi im Prinzip das erledigen, was ja Klatsch Nixon auch gemacht hat. Wir können hier irgendwie durch irgendwelche Feuerringe fahren. Ich habe gerade irgendwas gehört, aber es war nur dieses komische Ding hier oben. Durch irgendwelche Feuerringe fahren und dementsprechend dann auch diese Feuertaufe bestehen, hoffentlich. Aber ich würde sagen, das können wir uns vielleicht für das nächste Mal aufheben, denn wir sind schon durch und ich würde sagen, dann schaut beim nächsten Mal wieder rein hier bei Far Cry 5. Ich freue mich darauf, wenn ihr wieder dabei seid und ihr hoffentlich auch. Jo, Mensch, bis dann, einen schönen Tag. Wir sehen uns. Tschüss.